Wir sind da und jetzt kommt das, wozu wir da sind. Was ist der Zweck unserer Berufung? Dass wir den Lob Gottes wehren, dass Gott an uns Freude hat. Gott hat uns nicht geschaffen als Roboter, dass er auf den Knopf drückt und dann fangen wir zu tanzen. Nein, wir sind frei zu tanzen und nicht zu tanzen. Und was wir tun, das tun wir von Herzen aus Liebe zu unserem Vater im Himmel. Gott freut sich, wenn wir für uns entscheiden, wenn wir Ja zu ihm sagen, seine Wege gehen, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir ihm freiwillig gehorchen. Ich muss Gott nicht gehorchen, aber ich tue das freiwillig, weil ich Lust habe, weil ich ja für ihn da bin. Ich verteidige ihn, ich muss ihn nicht verteidigen. Er ist groß genug, kann sich selbst verteidigen, wenn er will. Nein, aber ich liebe den Herrn, der Herr ist mir so wertvoll. Und wenn ich dann höre, Gott wird irgendwo gelästert, dann sage ich, pst, hör doch auf, Gott ist heilig. Oder ich höre diesen Leuten nicht mehr zu, die sind mir durchgefallen, ich will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Ja, ich stelle mich hinter Gott, ich gebe Gott Recht, ich trete für Gott ein. Das ist, wozu, wie wir das Reich Gottes bauen und dem Teufel das Land wegnehmen. Satan möchte immer verhindern, dass wir uns für Gott entscheiden. Das will er verhindern, er will Gott berauben, ob es finanziell ist, mit dem Zehnten, egal mit was es ist, er schiebt dich vor, dich so als ja, Schmiere, nicht als Schmiere kann ich nicht sagen, also du bist der Prellbock, das heißt, er schiebt dich vor, eigentlich möchte er das tun, aber er kann das nicht, er ist dazu nicht in der Lage, aber er schiebt dich vor, sag du das, mach du das, bestehle Gott, beraube Gott und was ist richtig? Mach immer das Gegenteil. Was deine innere Stimme dir sagt, hör mir zu. Dein Ego, dein Stolz, deine Persönlichkeit, was deine irdische menschliche Persönlichkeit, dein Fleisch sagt, mach genau das Gegenteil. Ja, was dein Ego sagt. Egoismus ist angeboren, das hast du mitgebracht in diese Welt, ist Selbstsucht, ja, ist Rebellion gegen Gott. Mach das, was die Liebe, das Gesetz der Liebe sagen würde, das Gesetz der Güte und das Gesetz der Gnade. Egoisten sind egozentrisch, neidisch, eifersüchtig. Du sagst, na, lass doch die tanzen, lass doch die machen, lass doch die reich sein. Ich gehe zum Herrn, was interessieren mich die Ungläubigen groß? Weißt, und da ist, wie du dem Teufel das Land wegnimmst. Aber so viele Christen, weißt du, was die Christen sind? Dumme Leute, Entschuldigung. Sie wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Bei jeder Hochzeit sei die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche. Immer die wichtigsten Personen, nimm dich nicht so wichtig. Lass doch. Auch ohne dich geht die Welt weiter. Schau doch mal, der Heiland kam auf diese Erde, obwohl er der Schöpfer aller Dinge ist. Der konnte sich leisten, im Stall zur Welt zu kommen, da in der Werkstatt beim Josef in Nazareth zu arbeiten. Der Wiedergeborene fragt immer wieder, und das ist, wie man dem Teufel das Land wegnimmt, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und ich weiß, meine Bibel sagt immer wieder, wenn wir das fragen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Immer wenn du Nein zum Satan sagst, sagt Gott Ja zu dir. Immer dann, wenn du Nein zum Satan machst, sagst du den Negativen, Schlechten, dem Übel und so weiter, dann sendet er seine Engel, und sie kommen und fangen dir an zu dienen. Als der Herr Jesus, als der Teufel die letzte Anfrage an ihn, Jesus stellte, bet mich an, dann sagte er, du sollst Gott allein anbeten und sonst niemand anders in dieser Welt. Und als er hier widersprach, da heißt es so, und Satan verließ ihn und Engel kamen und dienten ihm. Wenn wir Nein sagen zur Krankheit, wenn wir Nein sagen zum Zweifel, zur Verzweiflung, zum Neid und so weiter, wenn wir Nein sagen, dann passiert etwas. Halleluja, da passiert etwas. Und deshalb, ja und nein, das sind Festlegungen. Ich lege mich fest, ich nehme das Ding nicht an. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute allein dir dienen und dir vertrauen dürfen und dass wir heute allein dich lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und das will ich auch tun und dem Argen keinen Raum geben. Und das sagen wir ganz entschieden, nein, nein zur Traurigkeit, nein zur Einsamkeit, nein, all das, was der Teufel uns einflößen möchte, das sagen wir nein. Wir sagen nein zu Flüchen, zu Depressionen, zu Eifersucht, zu Sünde, zu Niederlagen, zu Komplexen. Wir sagen nein zu allen Krisen und so weiter. Ich spreche mit Josua hier heute Nachmittag. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.